Als ich damals den Digimon Adventure Film 2001 im Kino geschaut habe, war ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der ein wenig überrascht war. Also damit meine ich nicht unbedingt die ersten Minuten mit der schrägen Einleitung von Angela Anaconda, wobei da bestimmt ein paar gedacht haben, dass sie im falschen Film sitzen. Ich habe Angela Anaconda gehasst. Aber nein, ich meine eher die musikalische Untermalung, die ganz anders war, als wir das aus der Serie kannten. Es gab hier kein Leb dein Traum als Eröffnung oder wir werden Sieger sein bei Digitationen. Stattdessen haben wir das hier bekommen. Das war bei weitem nicht das einzige Merkwürdige an dem Film, aber der Rest ist mir als Kind eher weniger aufgefallen. Doch die Musik, die hat mich schon damals stutzig gemacht. Den Grund dafür habe ich erst Jahre später erfahren, also dass die deutsche Fassung des Films auf der US-Version basiert. Umso glücklicher bin ich deswegen bis heute, dass dies nur der Film war und wir bei der Serie das Material direkt aus Japan bekommen haben. Das bedeutet, unser Digimon Adventure ist so originalgetreu, wie man es sich eigentlich fast nur wünschen könnte. Ein paar kleinere Änderungen gab es natürlich, die wir uns noch angucken werden. Aber während wir es ziemlich gut hatten, gab es leider einige Länder, wo es deutliche Veränderungen gab, die das Erlebnis mit Tai, Agumon und Co. deutlich anders gestaltet haben. Wie so oft schweift unser Blick rüber über den Atlantik in Richtung der USA. Hier betreten wir die Pforten, wo selbst eine recht harmlose Sendung wie Digimon Adventure anscheinend noch nicht kindgerecht genug ist. Saban Entertainment hat sich für Nordamerika die Lizenz gesichert und es unter dem Namen Digimon Digital Monsters vermarktet. Was jetzt nicht mega ungewöhnlich ist, da dies auch das offizielle Logo der Reihe war, aber führte spätestens dann zu Verwirrung, als Digimon Tamers einfach nur die dritte Staffel wurde und der Name Tamers völlig unter den Tisch fiel. With a sneak peek of Digimon Season 3, later this morning only on Fox Kids. Wenn das aber das Schlimmste gewesen wäre, was Saban mit Digimon Adventure gemacht hätte, dann würden wir wahrscheinlich nicht drüber reden. Doch es geht nun mal weiter. Bevor also der Sender Fox Kids Network die Serie am 14. August 1999 ins Programm genommen hat, wurde zuvor der Soundtrack ausgetauscht. Und ganz ehrlich, da schmerzt mein Digimon-Herz mit am meisten. Denn das, was Takanori Arisawa für die japanische Fassung komponiert hatte, war einfach ein Traum. Die Musik von Digimon ist zumindest für mich ein großer Teil, was die Digi-Welt ausmacht. Und ich rede hier aktuell nicht von den Openings und der Digitationsmusik, dazu kommen wir später noch, sondern Musikstücke wie diese hier. Saban hat stattdessen Udi Hapatz und Shuki Levy, sorry, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe, beauftragt, einen neuen Soundtrack zu produzieren. Und das Wort neu darf hier anscheinend nicht zu ernst genommen werden, da viele Tracks aus anderen Serien wie Starcom, The US Space Force und Spider-Man The Animated Series recycelt wurden. Und auch wenn der US-Soundtrack an sich ganz gut gemacht ist, geht hier doch einiges verloren, da es dann doch zu generisch klingt. 80er Cartoon-Soundtrack passt dann nicht wirklich zu Digimon. Eine Veränderung, die nicht nur die US-Fassung betraf, sondern eigentlich jede westliche Version von Digimon, war die Anpassung der Namen der Charaktere und stellenweise der Digimon selbst. Da war zum Beispiel also Tai im Japanischen eigentlich Taichi oder Matt Yamato. Doch es wurde bei der Charaktervorstellung in Folge 1 eigentlich klug gelöst und die originalen Namen wurden zumindest dort erwähnt und die westlichen Namen als Spitznamen genannt. Nur mit dem Unterschied, dass bei uns die Vorstellung der Charaktere der Erzähler übernommen hat, während im Englischen Tai das übernahm, der im Laufe der Serie auch noch öfter aus dem oft zu hören ist. Die Namensänderungen im Westen hatten vor allem marketingtechnische Gründe. So musste auf der Verpackung von Spielzeug weniger angepasst werden und es ergab sich zumindest ein einheitliches Bild für die internationale Fassung von Digimon. Ist absolut nichts Ungewöhnliches, was Toei und Bandai hier für den Westen gemacht hat. Dies zog sich auch noch durch jede darauffolgende Digimon-Serie und war nicht nur auf Adventure beschränkt. Eine weitere Veränderung, die in der US-Version vorgenommen wurde, war das Abändern von einem Großteil der Dialoge. Erstaunlicherweise verändert sich dadurch nur in den seltensten Fällen der Ausgang eines Gespräches. Doch es wurden deutlich mehr Witze eingestreut und in Szenen, wo im japanischen Original eigentlich gar nicht zu hören ist, gibt es in der nordamerikanischen Fassung plötzlich neue Dialoge. Wahrscheinlich um die Stille zu überbrücken, damit kein Kind sich gelangweilt fühlt und den Sender wechselt. Ich finde diese Szene zum Beispiel sehr lustig, wo Devimon eigentlich eher spricht, als sein Mund zu sehen ist, aber Saban hat bereits bei der Kamerafahrt zuvor etwas hinzugefügt. That is until that Tai and Mimi caught up with Matt and Izzy. But I'll make sure they never find their other friends. Especially with the plans I have for Sora and Joe on that lovely day, the Bakuman holiday. Hmm.
Nun, ihr lächerlichen Digi-Ritter, ihr werdet euer Schicksal noch bedauern. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber es ist so merkwürdig, dass Devimon die Namen der Digi-Ritter ausspricht. Es fühlt sich so falsch an. Außerdem lässt es Devimon auch weniger bedrohlich wirken. Manchmal ist weniger halt mehr. Das war nur ein Beispiel, dies zieht sich durch die gesamte Reihe. Dabei hat Zaban es dann ebenfalls leider geschafft, die Digi-Ritter auch leicht andere Charakterzüge zu verpassen, ihre Vergangenheit weniger schlimm darzustellen oder ihre schlechten Eigenschaften zu verstärken. Joey wird deutlich mehr zu einem weinerlichen Baby, welches sich über jede Kleinigkeit aufregt, und ihm wurde zudem Asthma verpasst. Bei Mimi wurden sogar Dialoge gestrichen und diese durch andere Charaktere ersetzt. Dadurch wird sie deutlich mehr als oberflächlich dargestellt und dass sie am liebsten nur shoppen gehen möchte. Izzy ist nun nicht mehr adoptiert, um dieses tiefgehende Thema nicht zu behandeln. Natürlich wird das Ganze auch genutzt, um Dialogzensur zu betreiben, wie als Sora und Mimi versuchen, eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. Zum einen wurde komplett entfernt, wie die Jungs sich darüber unterhalten, dass bei den beiden eh jemand anhält, weil sie nun mal Mädchen sind, und zum anderen wird der Fahrer, der die Truppe dann mitnimmt, urplötzlich Soras Cousin namens Dwayne. Um zu verheimlichen, dass der Typ im Original ein Wildfremder ist und anscheinend etwas pedo. Denn da er einen Führerschein hat, muss er mindestens 18 Jahre alt sein, weil das in Japan das Mindestalter dafür ist, während Sora gerade einmal 11 ist. Kommen wir zu dem, was Sterben angeht oder Drohungen. Da wurde ebenfalls etwas zurückgefahren und ist weniger direkt. Die deutsche Fassung ist da deutlich härter, manchmal sogar härter als auf Japanisch, wie hier. Du hättest gemütlich im Schlaf sterben können. Gerade wenn Klaus-Dieter Klepsch, der deutsche Sprecher von Devimon, das sagt, wirkt es noch bedrohlicher. Aber darüber unterhalten wir uns nochmal ausführlicher, sobald ich in einem extra Video mich der deutschen Synchronisation von Digimon widme. Begriffe, die in Digimon wichtig sind, wurden teilweise verändert. So wurden die auserwählten Kinder im Japanischen bei uns zu den Digi-Rittern und im Englischen zu den Digi-Destined. Oder Evolution bei uns zu Digitation und bei Saban zu Digivolution. Das gleiche betraf auch die einzelnen Digitationsstufen, wobei ich mir sicher bin, dass letzteres wieder eine Entscheidung von Bandai und Toei war, da diese Änderung alle internationalen Fassungen getroffen hat. Ach ja, Fäckeleien wie Pupse oder alles, was Digimon-Code betrifft, wurde entweder von Saban komplett entfernt oder verharmlost. Es gibt eine Szene, wo Agumon auf Toilette sitzt und sein Geschäft verrichtet. Während im Deutschen und im Japanischen das auch deutlich zu hören ist, wurde der Sound in der US-Fassung einfach entfernt. I don't know if that ugly green guy scared you, but he really scared me, and who knows where he is now. Auch wie Okumon bei der Saban-Version es vor Lachen nicht mehr aushält, statt wie im Original, dass er aufgrund des Gestanks die Kabine verlassen muss. Aber wo wir gerade auch schon bei den Soundeffekten sind. Die wurden nicht nur stellenweise entfernt, sondern sogar ersetzt oder ergänzt, um eine bestimmte Situation lustiger oder deutlicher erscheinen zu lassen. Die Digivices haben nun einen schrillen Sound beim Aktivieren, oder wir haben Fallgeräusche, die deutlich mehr so klingen, als würden sie direkt aus einem Looney Tunes Cartoon stammen. Haut ab, verschwindet! Es ist so interessant, wie viele unnötige Dinge abgeändert wurden, seien sie noch so klein und unauffällig. Und dabei sind wir noch gar nicht zu dem Bereich gekommen, der neben der Musik am offensichtlichsten ist, nämlich die bildliche Zensur. RTL 2 hat Digimon nie zensiert und es ergibt auch Sinn, denn die Serie hält sich mit übertriebener Gewaltdarstellung zurück. Und wenn es einmal ruppiger wird oder sogar zum Ableben eines Digimons kommt, dann schafft es die Serie, dies gut verdaulich zu vermitteln, ohne dabei etwas an Emotionen einzubüßen. Das sah Saban Entertainment etwas anders. Doch statt wie in vielen anderen Anime starke Bildretusche zu betreiben, ging das Unternehmen hier den einfacheren Weg des Schneidens. Und da haben wir ein paar Beispiele, die das Schnittmuster ganz gut darstellen. Also während wir im Deutschen und Japanischen deutlich sehen, wie Leomon Tai greift und gegen die Wand drückt, wurde dieser Part im Englischen rausgeschnitten. Die Auswirkung wurde gezeigt, aber nicht der Weg dorthin. Das ist etwas, was RTL 2 später gern bei unter anderem One Piece gemacht hat. Eine Situation durfte für Saban auch nicht zu bedrohlich wirken. Das haben sie zum einen aufgelockert durch die bereits angesprochenen Witze, aber auch Szenen wie diese, wo Wizardmon gerade am Ertrinken ist, wurden aufgrund der Dramatik gekürzt oder komplett entfernt. Dann haben wir das Thema Nacktheit.
Da ist die USA natürlich immer sehr bedacht und Badeszenen wie diese mit den Jungs wurden geschnitten, sodass ihre Hinterteile nicht mehr zu sehen waren. Ihr fragt euch vielleicht jetzt, was mit Anke Womon ist und ob sie zensiert wurde. Wurde sie tatsächlich nicht, zumindest nicht von Saban. Wiederum in der arabischen Fassung von Digimon sieht es aber etwas anders aus. Ihr erinnert euch unter Umständen noch an mein Inuyasha-Video zu dem Thema und wie Lady Tausendfuß dort ein Badeanzug angelegt wurde. Bei Anke Womon hat man es sich etwas leichter gemacht und sie in einem Großteil ihrer Szenen einfach geblurrt. Dumm, ja, aber immer noch besser als die Szenen komplett zu entfernen. Hat so ein wenig die Vibes von Naruto, wo Panini und RTL 2 in manchen Szenen das Bild schwarz-weiß gemacht haben. Aber zurück zur US-Version, denn da waren wir noch nicht fertig. Wir hatten Gewalteinwirkungen oder wie mit dem Thema Nacktheit umgegangen wird. Da fehlt selbstverständlich noch der Tod selbst. Und da wurde viel, aber nicht alles verändert. Also es wird oft immer noch klar, dass ein Digimon stirbt. Aber halt nicht immer. Manchmal wird ein Digimon angeblich wegteleportiert oder eingesperrt. Aber im Fall von Wizardmon komme ich nicht drum herum, dass sein Ableben deutlich brutaler wirkt als im Original. Denn statt friedlich seine Augen zu schließen und seinen Kopf fallen zu lassen, stirbt Wizardmon bei Saban mit offenen Augen, was ich viel schlimmer finde. Oder bin ich da der Einzige? Ihr fragt euch zu Recht, was mit Schusswaffen ist, gerade wenn wir an Puppetmon denken. Die Szenen wurden auch einfach entfernt. Es wurde sich nicht die Mühe gemacht, wie bei Yu-Gi-Oh! Sie herauszueditieren. Beim Alkohol im Prinzip das gleiche. Entweder es wurde entfernt oder in den Flaschen ist plötzlich ein anderer Inhalt. Was heißt das? Naja, ich habe ein bisschen was getrunken. Und das ist mir peinlich. Come on, show me! Alright, it's a bottle of green chili sauce. It's great on taco. Und auch wenn ich anfangs zu diesem Thema gesagt habe, dass auf starke Bildretusche verzichtet wurde, heißt es nicht, dass es sie gar nicht gab. Dafür nehme ich eine Szene zum Beispiel, die ihr bereits kennt. Und dazu muss ich euch sagen, ich habe euch im Prinzip belogen. Ich weiß, schockierend. Als ich euch die Anhalter-Szene mit Mimi und Sora gezeigt habe, habe ich ausschließlich das japanische Bildmaterial verwendet. Aber jetzt zeige ich euch nochmal das US-Bildmaster. Die beiden wurden mit ihrem Schild einfach wegretuschiert, damit es auch ja nicht so aussieht, als würden sie nach einem Anhalter suchen. Saban Entertainment zog bei Digimon einfach jedes Register. Ich denke, die Beispiele haben ganz gut verdeutlicht, wie in der US-Fassung bei den Schnitten vorgegangen wurde und was nicht zu sehen sein durfte. Eyecatcher wurden natürlich auch entfernt, aber das war in der deutschen Fassung ebenfalls der Fall. Dafür haben die Amerikaner noch jeweils vor dem Intro eine Zusammenfassung der letzten Folge hinzugefügt, die jeweils von einem Digi-Ritter lustig kommentiert wurde. Digimon, who was still under Devimon's evil control, appeared. But Izzy and I used our Digivices and shoot that bad kitty away. Shoot that bad kitty away. Shoot that bad kitty away. Nicht zu vergleichen mit denen, die ab und an beim Original auftauchten. Und statt die Folgen einfach auslaufen zu lassen, wurde hier das Bild eingefroren mit einem Kommentar des Erzählers und den Abschlusssatz hier. Tune in to the next Digimon, Digital Monsters. Bisher haben wir uns, bis auf einen kleinen Blick auf die arabische Fassung, ziemlich stark auf die US-Version konzentriert. Und das hat auch einen guten Grund. Denn die bearbeitete Saban-Version wurde in vielen anderen Ländern lizenziert und damit sind diese bis auf die verwendete Sprache 1:1 gleich vom Inhalt. Zensur, Musik und Dialoge, alles was wir eben gesehen haben, sehen wir in verschiedenen europäischen Ländern wie Tschechien, Frankreich oder Polen. Aber auch zum Beispiel in Israel. Wie genau das Ganze abgelaufen ist und warum einige Länder sich die Saban-Version besorgt haben, während Deutschland, Spanien oder auch Lateinamerika die originale Version eingekauft haben, kann ich leider nicht sagen. Anscheinend gab es zumindest seitens Toei und Saban keinen Exklusivvertrag für den Westen, da RTL 2 sich sonst nicht direkt von Toei die Lizenz schnappen hätte können. Was da alles hinter verschlossenen Türen abging, wissen wir nicht, aber das führt uns gleichzeitig zu einem Unterschied, den ich euch noch versprochen hatte. Das Opening und die Digitationsmusik. Ein Thema, welches gerade bei Digimon einen extrem hohen Stellenwert bei den Fans hat. Das japanische Original hatte mit Butterfly und Braveheart zwei fantastische Lieder. Dort, wo sich die Lizenz direkt über Toei besorgt wurde, wurden diese Songs in die jeweiligen Landessprachen übertragen. So wie bei uns mit Leb dein Traum oder Wir werden Sieger sein, gesungen von Frank Schindel. Eine Ausnahme ist hier wieder Italien, die sich dazu entschieden haben, trotz der Lizenz direkt aus Japan ein eigenes Opening zu machen. Tja, und die Länder, die sich die Saban-Version eingekauft haben, haben jeweils eine Umsetzung des US-Openings erhalten. Das wurde im Englischen von Paul Gordon performt und wurde auch noch nach Adventure für die darauffolgenden Digimon-Serien verwendet.
Nicht mein Fall, aber noch schlimmer wird es beim Digitationssong. Mit Hey Digimon hat Saban ein leichtherziges und simples Lied, welches in vielen Situationen einfach nicht passt und nicht die Emotionen, die das Original oder zum Beispiel die deutsche Version vermitteln. Es wird auch nicht zwingend bei jedem Kampf benutzt, sondern manchmal wird auch normale Kampfmusik verwendet. Aber hört einfach mal selbst. Go get him, Metal Greymon! Auch wenn es vielleicht ein paar Fans von der Saban-Musik gibt, ist es halt fernab von der Qualität des Originals bzw. den Liedern, die auf dem Original basieren. Das Ending wiederum wurde in Deutschland oft gekürzt oder weggeschnitten, aber es existiert zumindest und ist eine Umsetzung des japanischen Songs Wish. Im Englischen oder allen Versionen, die darauf basieren, gibt es nur eine Instrumentalversion vom Digi-Rap mit random Szenen neben den Credits. Digimon Adventure ist bei Saban wirklich durch einen großen Prozess der Veränderung gegangen. Jahre später bei Digimon Adventure 3 wurden wie bei uns dieselben Sprecher verpflichtet, aber orientierte sich deutlich mehr ans Original. Eine Ausnahme bildete der Digi-Rap, der immer noch statt Butterfly verwendet wurde. Was auch noch Sinn ergibt, da die Leute halt damals damit aufgewachsen sind. Ich bin auf jeden Fall unendlich froh, dass sich die Tele München Gruppe bzw. RTL 2 damals die Lizenz direkt von Toei Animation besorgt hat. Ich wüsste nicht, ob ich heute so ein großer Digimon-Fan wäre, falls dort Sabans Fassung gelaufen wäre. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Digimon in Deutschland überhaupt so einen hohen Stellenwert hat. Zumindest einen viel größeren als in anderen europäischen Ländern. Wir hatten Glück bzw. die richtigen Leute zur richtigen Zeit, die die Entscheidung getroffen haben. Ich habe versucht, einen Großteil der Änderungen bei Digimon Adventure hiermit einzubinden. Kleinigkeiten wie angepasste Texte in die jeweilige Landessprache habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil ich das nicht so interessant fand. Die Filipino-englische Fassung, die mehr oder weniger auf dem japanischen Original basiert und sogar die japanischen Namen verwendet, sei hier noch kurz erwähnt, weil sie aufgrund der schauspielerischen Leistung der Synchronsprecher unbeabsichtigt lustig geworden ist. Hurry up, follow me this way! Also falls ich die Auswahl zwischen der Filipino-englischen Fassung habe und der Saban-Edition, würde ich wahrscheinlich die Filipino-englische Version nehmen. Alle weiteren Digimon-Serien haben ein sehr ähnliches Schicksal erfahren und ganz besonders schlimm hat es Digimon Fusion erwischt, aber das ist ein Thema für ein ganz anderes Video. Jetzt seid ihr aber gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie froh seid ihr mit der deutschen Fassung aufgewachsen zu sein? Haut es in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat und ihr weitere solche Videos sehen wollt, dann vergesst nicht diesen Kanal hier zu abonnieren. Hier an meiner Seite findet ihr dasselbe Thema nur zu Detektiv Conan. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und mein ganz besonderer Dank geht an meine Patreons und Kanalmitglieder. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Wir sehen uns dann beim nächsten Video auch schon wieder.